Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite's Skin Gameplays auf unserem Kanal sofort und gleich. Hier haben wir den Paradigma. So ein richtiges Gameplay ist es nicht. Es ist einfach nur mal eine kleine coole Szene, weil gespielt hat er nicht wirklich. Aber trotzdem ganz cool. So Leute, wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann used gerne im Item Shop den Creator Code sofort und gleich TTV. Dann auf Annehmen drücken und dann unterstützt uns kostenlos. Und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Ja, jetzt schauen wir uns mal diese Szene hier an. Also der Paradigma, selbst ein Roboter, hat da das Schild in der Hand mit Go Away, also einem durchgestrichenen Roboter. Und das hält er diesem anderen Roboter, den man ja momentan erspielen kann, vor die Nase. Und das finde ich einfach nur mega amüsant, ja. Ja, genau, macht den Daumen runter, richtig. Leute, ganz kurz nur so meine Meinung dazu, ja. Ich meine, den ganzen Kram gab es ja schon. Ich habe es auch schon im anderen Video gesagt. Im Daily Shop Video, ist auch verlinkt am Ende. Da hinten ist noch so ein Roboter. Leute, wir hatten diesen Mecha-Anführer, dieses Bärchen. Und da gab es auch Team Mecha und Team Monster, keine Ahnung. Da gab es auch die Schilder, ja. Und mir, das war auch am Ende der Season gewesen. Das war, also ehrlich, ich habe panische Angst davor, dass die jetzt wieder mit irgendwas mit Robotern hier kommen. Das braucht kein Mensch. Also liebes Epic Games Team, wenn ihr ein bisschen Verstand noch habt, ja, ich meine, ihr habt in dieser Season verdammt viele Leute verloren, in Season 10. Wenn ihr noch ein bisschen Verstand habt, ja, halt's dem auch noch vor die Nase. Genau, halt's dem auch noch vor die Nase. Das machst du richtig gut. Jawohl. Weg mit den Robotern. Dann lasst ihr den Kram da raus. Ganz ehrlich. Epic Games, lasst das Teil, lasst die Roboter raus. Macht nicht wieder irgendwas. Nicht wieder sowas wie mit den Mechs. Ihr habt sie jetzt zum Schluss schon rausgeschmissen. Lasst die draußen. Kommt nicht mit so einem Kram wieder, ja. Also, das war jetzt mein Statement dazu. Wir können uns noch mal ganz kurz den Skin anschauen. So. Warten wir noch mal, bis er noch mal das Schild hochhält. Genau, und jetzt gucken wir uns den mal genauer im Detail an. Also, aus einer Perspektive, wie wir ihn sonst im Shop gar nicht sehen können. Ja, deswegen ist das eigentlich ganz cool. Aber Jetzt, Leute, guckt euch, ich meine, die anderen Roboter da hinten, die sind zum Erspielen, ja, ich meine, klar, okay, es sind männliche Roboter, sie sind viel größer, sie sind leichter zu treffen, das ist richtig, du hast dann nicht so viele Styles wie bei dem Ding hier, aber wofür brauche ich diesen neuen hier, also meine persönliche Meinung, ich finde den auch nicht so wirklich toll, aber so sieht das Ding aus, ja. Was hat er denn da unten? Hat er eine Tasche da unten dran? Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Der Roboter hat eine Tasche unten dran. Okay. Alles klar. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mal bitte einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare. Schreibt ihr mal rein, was haltet ihr davon? Denkt ihr, dass irgendwas mit Robotern in Season 11 kommt? Ja, und schaltet es nächstes Mal daheim, wenn es wieder heißt Fortnite Skin Gameplays. Mit mir dem ein Like, schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.